Also gut, bevor wir uns aber darum kümmern, was Meister Propper zu sagen hat, möchte ich kurz nochmal meinen Karma verteilen. Da habe ich jetzt ja nämlich was Neues bekommen. Ne, Karma? Was war das Letzte, wofür ich das anwenden wollte? Ich wollte irgendwas ein bisschen höher machen. Und gar nicht mehr, was das war. Aber das hier kann mehrere Ziele in Reichweite. Das klingt gut eigentlich. Mach ich mal das hier. Ich glaube, das hier war es, was ich zuletzt machen wollte. In Ordnung. Hätten wir das gemacht, reden wir mit Johnny Clean. Stehe ich gerade im Computer drin. Auch interessant. Johnny ist tief über seinen Schreibtisch gebeugt und arbeitet an einem Cyberdeck. Er wirkt abwesend. Als du dich näherst, blickt er auf und fixiert dich mit leicht zusammengekniffenen Augen. Neue Freundschaften geschlossen da draußen? Jau, so bin ich, der freundliche Typ. Was soll das denn heißen? Kann gut sein, ich habe schließlich gerade ein Elfenmädchen aus der Hand bösartiger Kultisten befreit. Das klingt wie der klassische Videospielplot. Ja, so ein Typ namens Baron Sam, die will sich in der Matrix mit mir treffen. Ich schätze, es klingt so, als wüsste er schon etwas. Ich frage mich, wie und warum und wieso und wer der Baron überhaupt ist. Aber ich gehe mal noch nicht darauf ein. Ich bin so der freundliche Typ. Er runzelt die Stirn. Anscheinend, du hast wohl zumindest einen neuen Freund in der Matrix gefunden. Nennt sich Baron Sam... Ich weiß immer noch nicht, wie man den Kack ausspricht. Wahrscheinlich französisch. Samdi müsste es dann sein? Er hat auf Shadowlands nach dir gefragt. Das ist sowas wie Second Life. Der Kerl hat einen recht außergewöhnlichen Avatar. Einen Totenkopf mit einem Zylinder. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er will, aber der Typ scheint es ernst zu meinen. Ich würde das an deiner Stelle nicht ignorieren. Beleidigte Decker können anderen Leuten das Leben zur Hölle machen. Dieser Baron, was weißt du über ihn? Johnnys Fassade als Hausmeister ist wie weggewischt und an ihrer Stelle tritt etwas Kälteres, Gefährlicheres. Ich habe ein wenig nachgeforscht, aber nicht viel gefunden, da er ziemlich neu in der Szene zu sein scheint. Er ist aber kein Wilson. Hat wohl den Ruf, einer der krassesten neuen Decker zu sein, ist aber nie vor Ort bei Runs mit dabei, arbeitet nur über die Matrix. Wie der Voodoo-Ghost? Ist das was aus dem Voodoo-Dings? Was hat es damit auf sich? Baron Samdi, oder Baron Samdi, ich weiß nicht, das schon jetzt komplett auf Französisch aus, ist der Name eines Loa, eines haitianischen Voodoo-Geistes. Er steht am Scheideweg zwischen den Lebenden und den Toten. Ich habe noch nie von einem Geist in der Matrix gehört. Denkst du, das hat tiefere Bedeutung? Oder was denkst du, warum er diesen Avatar gewählt hat? Noch nie von einem Geist in der Matrix gehört. Ich meine das schon eine ganze Weile, habe schon sehr viele Avatare in der Matrix herumlaufen sehen. Sehr viele. Wenn du mich fragst, ist das nur ein Typ, der gruselig aussehen möchte, um einen Eindruck zu hinterlassen. Im Prinzip so eine Art Personal Branding. Seit wann sucht er schon nach mir? Seit ungefähr einer Stunde spammt er die Shadowlands mit seinen Fragen zu. Er ist nur in der Szene, aber alle reden über ihn. Selbst die fähigsten Decker wie Dodger sagen, er sei eine ernstzunehmende Größe. Scheint aber nicht der geduldigste Typ zu sein. Gibt es was, das ich wissen sollte? Vielleicht später. Was ist Shadowlands? Da kommt die Shadow-Community zusammen, um über alles zu reden, was die Welt der Schatten betrifft. Über wer welche Projekte plant, wer nach Runnern sucht, welche Con sich mit welcher anlegt. Alles, was die Arbeit von Shadowrunnern direkt betrifft. Wenn ich etwas über dich herausfinden wollte, wäre das meine erste Anlaufstelle. Weißt du zufälligerweise etwas über riesige, magische, unzerstörbare Käfer? Ich frage für einen Freund von mir. Soll das ein Witz sein? Ja, vergiss es. Gut, das hätte uns auch noch gefehlt. Ich will ihn nicht unruhigen. Ich weiß nicht, ob er es mir geglaubt hätte, wahrscheinlich schon. Aber ich will ihn mal nicht beunruhigen. Ich glaube nicht, dass es großartig einen Unterschied macht. Vor allen Dingen glaube ich, dass sowieso der Baron mir da besser weiterhelfen wird. Und mit ihm treffe ich mich dann mal. Okay, gib mir Bescheid, wenn du bereit bist und ich nehme dich wieder mit in die Matrix. Ich habe bereits ein Portal zu Shadowlands eingerichtet. Wie genau funktioniert dieses Mitnehmen nochmal? Wir nennen es Trodennetz, wie in Elektrode. Du musst dazu ein Stirnband tragen, mit dem du mir in die Matrix folgen kannst. Du hörst und siehst dabei alles, was ich tue. Ich bin bereit, ziehen wir es durch. Ja, kann ja leider nicht viel mitnehmen. Bonsoir, ich freue mich, dass wir fast...
ach so, fast sowas wie eine private Unterhaltung führen können. Du musst allerdings vorsichtig sein mit fremden Führern wie deinem Freund Johnny. Du kannst dich einfach jedem trauen, den du in der Matrix triffst. Das sagt ein Typ mit einer Totenkopfmaske. Ach, ich weiß nicht, ob ich dem einen französischen Akzent hätte geben sollen. Egal. Jeder in Shadowlands weiß, dass du nach mir suchst. Was soll das, Bam? Also, was willst du? Es freut mich, dich zu treffen, Baron. Du scheinst ja sehr versessen darauf sein, mit mir zu reden. Ach, ich kann gerade nicht reden. Ständig nur Versprecher. Was soll das, Bam? Sam Lee will dir dafür danken, dass du Marie-Louise vor der universellen Bruderschaft gerettet hast. Das Mädchen, er schätzt sie sehr. Soll dir etwas zustößen? Er wüsste nicht, was er tun sollte. Er bietet dir auch seine Hilfe an. Diese Insekten, denen du begegnest bist, sie sind von finsterer Natur, Nespa. Sie zu ignorieren wäre töricht. Es steht viel auf dem Spiel. Sam Lee weiß, dass du aus persönlichen Gründen nach dieser Frau suchst, Jessica Watts. Er kann dir helfen, diese Frau in die Finger zu bekommen und ihre Käfer zu beseitigen. Ja, warum soll ich dir vertrauen? Ich glaube, ich rutsche hier mit tiefer in etwas rein, mit dem ich gar nichts zu tun haben wollte. Ja, das glaube ich auch, aber ich glaube, da gibt es keinen heraus mehr. Wir sind schon in diesem Hasenbau drin. Und rein hypothetisch gesprochen, wie würde er es tun? Ich glaube, alle Aussagen stimmen. Vor allem die erste und die dritte würde ich gerne sagen, aber in erster Linie möchte ich die erste sagen. Warum sollte ich vertrauen? Weil wir die gleichen Ziele verfolgen. Der Job wird weder einfach noch unkompliziert sein, aber dass er gefährlich ist, dafür kann Sam Lee garantieren. Telestrian Industries arbeitet seit 2 Jahren an einer Formel mit dem Codenamen Aegis. So kooperieren mit einem anderen Konzern aus dem Ausland, um sie zu verbessern. Dies ist ihr dritter Versuch, die richtige Formel zu gewinnen, und sie glauben, dass sie es dieses Mal geschafft haben. Die Produktion hat vor mehreren Monaten begonnen. Unglücklicherweise wurde ihre Produktionsanlage im Columbia Valley vor kurzem in die Luft gejagt. Vielleicht war es ein Fall von Industriespionage, vielleicht war es auch etwas anderes. Man weiß es nicht genau. Aber was wir wissen, ist, dass eine große Probe der Formel die Explosion überstanden hat. Und was hat das mit Jessica und der universellen Bruderschaft zu tun? Wir wollen Aegis, weil man damit Käfer um die Ecke bringen kann. Und zwar die großen. Die Sorte, die du bei der universellen Bruderschaft kennengelernt hast. Wenn du dorthin zurückgehen und es dieser Wartsfrau heimzahlen willst, wirst du Aegis brauchen. Und wie es der Zufall so will, weiß Samedi, wo die letzte Probe Aegis aufbewahrt wird. Und voilà, damit wären wir beim Job angekommen. Wir brechen in den primären Bürokomplex von Telestrian Industries hier in Seattle ein. Aegis ist irgendwo in diesem Gebäude. Wir müssen die Proben nur finden und sie für uns gewinnen. Du willst, dass ich in einen der einflussreichsten Konzerne des pazifischen Nordwestens einbreche? Dass ich einbrecht. Immer diese Grammatik. Das ist doch ein Scherz, oder? Wieso überlassen wir das nicht einfach Telestrian? Es sieht so aus, als hätten sie es sowieso schon halb geschafft. Was? Was machen die mit der Probe? Wieso erzählen wir nicht einfach Lernser davon und überlassen es ihnen, sich um die Bruderschaft zu kümmern? Woher weißt du das alles über Aegis? Wir können alle Sachen fragen. Huch, ja gut, dann gehe ich die Sachen mal der Reihe durch. Ich wünsche, das wäre es. Ein Scherz. Aber es ist der einzige Weg. Es ist der einzige Weg, um zu kriegen, was wir brauchen. Aber Courage, du wirst Sam Lee an deiner Seite haben. Und er kennt sich aus auf den Pfaden der Matrix. Wir können nicht verlieren. Zuerst habe ich noch mehr Fragen. Oh mein Gott, wie viele Fragen. Wieso überlassen wir es nicht einfach Telestrian? Telestrian, erzähl mir nichts von Telestrian. Das ist ein Manager, ein Geschäftsmann. Weißt du, wie er reagiert hat, als er von der Insektenbedrohung erfahren hat? Er hat ein Meeting einberufen. Er und sein Partner werden sich auf immer und ewig beraten, bevor sie irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Wieso erzählen wir nicht Lone Star davon? Die universelle Bruderschaft hat viele Beziehungen mit viel Einfluss in der Regierung und bei Lone Star. Und ihre Botschaft tritt auf willige Ohren bei denen, die an etwas glauben wollen. Wir haben keine Beweise und wir haben keine Zeit. Wir müssen handeln. Aber weißt du das alles über Aegis? Weil Sam die persönliche Beziehung zu den Angelegenheiten von James Telestrian hat. Verstehst du? Er weiß es. Ich will erst mehr über dich wissen. Was gibt es da zu wissen? Baron Sam Lee ist begnadet. Verstehst du? Er wurde geboren, um sich in der Matrix zu bewegen, sie zu bereißen und seinem Willen zu unterwerfen. Wer Baron Sam Lee wirklich ist, was macht das für einen Unterschied? Wenn ein Clown sich abschminkt, ist er trotzdem immer noch ein Clown, aber in Verkleidung, oder nicht? Und doch bekommt er nur Applaus, wenn er geschminkt ist.
Du hast nie genau erklärt, woher du Marie-Louise auch kennst. Was ist das für Deutsch? Oui, das ist wahr, aber das muss sie selbst erzählen, nicht Samdi. Er hat nichts zu verlieren, aber sie... Du musst sie selbst fragen. Okay, das ist alles, was ich wissen wollte. Bist du überzeugt? Oh Gott. Ich bin dabei, Jessica wird dafür bezahlen, was sie getan hat. Ich habe einen Job zu erledigen. Wenn dies ein Mittel zum Zweck ist, werde ich das tun. Tja, ich kann sonst nirgendwo hin. Das kann ich mir genauso gut ansehen, wie tief ich noch in den Schlamassel geraten kann. Gut, ich bin dabei. Wenn diese Käfer so gefährlich sind, wie du behauptest, dann muss ja jemand die Welt retten. Das kann ja dann genauso gut ich sein. Tut mir leid, einem Freund helfen ist eines... Freund helfen ist eine Sache, aber für das hier habe ich mich nicht freiwillig gemeldet. Sehe ich aus wie Wohlfahrt als einen Job und für Jobs werde ich bezahlt. Ja, von Sam. Ich sag mal, ich habe einen Job zu erledigen, wenn es ein Mittel zum Zweck ist, werde ich das tun. Ach ja, du hast einen Code, den du befolgst. Es dreht sich alles um den Job, was? Das hat etwas sehr Nobles. Sam, die muss dir empfehlen, einen erfahrenen Decker mitzunehmen, falls seine Fertigkeit nicht ausreichen. Vergib dem Baron, er will dich nicht beleidigen, aber diese Mission muss um jeden Preis erfolgreich verlaufen. Was ist mit dir? Du kommst nicht mit? Samdi wird an den Ereignissen dieses Abends beteiligt sein, aber muss aus der Ferne arbeiten. Er wird damit beschäftigt sein, Seattles Polizeibeamte und die dienstfreien Sicherheitswächter von Talasphin von euch fernzuhalten, damit ihr die Informationen, die wir brauchen, im Inneren des Gebäudes findet. Und was ist mit denen im Dienst, die mich abknallen werden, sobald ich nur einen Fuß in die Lobby setze, oder wie komme ich in das Innere? Bald das Gleiche. Ah, auch darum wird sich der Baron kümmern. Die Telestrian-Wachen werden im ganzen Gebäude umhergeschickt. Mit dem richtigen Timing wird nie jemand überhaupt merken, dass ihr da seid. Aber natürlich kann selbst Baron Samdi nicht alle Eventualitäten vorhersehen. Daher musst du heute über deine Kontakte ein Team anheuern und dich zum Telestrian-Bürokomplex begeben. Du wirst kontaktiert, sobald du dir Zutritt verschafft hast. Und weg war er. Aber kann ich hier noch durch? Mich mal checken, weil das hier ist doch an, oder? Nö, da kann ich nicht durch. Oh, okay. Und da bin ich wieder. Okay, in Ordnung. Ich... Kann ich nicht rennen? Okay. Bevor ich irgendwas mache, rede ich nochmal mit Eric Mersman. Ach nee. Ah ja. Hä? Was passiert? Ich bewege mich gerade nicht von allein. Was passiert? Was war das gerade für ein Bug, bitte? Hä? Okay. Gut. Das ist dann wohl alles. In Ordnung. Hä? In Ordnung. Also, Johnny Clean gibt ein beeindrucktes Pfeifen von sich. Heiliges Kanonenrohr. Telestrian Industries. Du bist jetzt einer von den großen Chum. Wenn du einen zweiten Decker brauchst, solltest du wohl besser einen der besten nehmen. Du redest von dir, oder? Er seufzt. Nein, meine aktive Laufbahn ist vorbei. Ich bin kein Runner mehr. Es gibt da einen Elfen, der mir einen Gefallen schuldet. Er heißt Dodger. Vielleicht hast du ja schon von ihm gehört. Er ist einer der besten Decker in ganz Seattle. Und das sage immerhin ich. Ich besorge dir seine Kontaktdaten. Du wirst ihn an seiner Ausdrucksweise erkennen. Er spricht, als wäre Teil eines Charles Dickens Romans. Okay, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Merkwürdig, was war das vorhin? So, ich schaue mich mal um, ob es wieder neue Sachen gibt. Ich glaube eigentlich nicht. Was habe ich denn momentan? Da? Nee, ich habe gerade die hier Panzerung 6. Es gibt tatsächlich neue Rüstungen. Ha. Cool. Also bis fertig die hier, die überarbeitete Yukas Schockausrüstung. Es gibt eine okkulte Robe. Eine Gangermaske, aber das sind die, ich glaube, die haben wir schon gesehen. Die haben wir schon mal zur Auswahl gehabt. Agent-Provokateur, stylisch und trotzdem sicher genug für einen Run. Warum? Das ultimative Adepten-Outfit für den ultimativen Adepten. Plus 1 Bewegung, plus 1 waffenloser Kampf, das könnte cool sein. Und wir haben jetzt eine Menge Geld, weil der Baron uns tatsächlich nochmal 8000 gegeben hat. Der Mechaniker ist nichts für mich. Das heißt, Con-Magier. Nee. Also ich könnte die Straßenrüstung nehmen, weil es ist eine gute Körperpanzerung. Also plus, also 10 Panzerungen, das ist jetzt nur 7 Panzerungen.
Ich würde beinahe dazu tendieren, wobei es sehr teuer ist, aber ich glaube, das lohnt sich. Ich würde beinahe dazu tendieren, eher die Panzerung zu nehmen, als das, was mir plus 1 Bewegung waffenlosen Kampf gibt, weil ich doch sehr viel irgendwie im Nahkampf unterwegs bin und nicht in Deckung gehen kann. Und da ist, glaube ich, ein bisschen mehr Panzerung doch auch von Vorteil. Deswegen nehme ich doch mal diese Rüstung. Hallo? So, weg mit der und hin mit der hier. Sieht ein bisschen aus wie ein Drogendealer. Weiß auch nicht wieso. Ich glaube, es ist der große Mantel. Irgendwie so Mantel auf und so, hey, schau mal, was ich hier im Angebot habe. Ja gut, das heißt dann aber, ich werde mich mal umschauen nach Leuten für den Run. Hallöchen, Delilah. Ich brauche ein Team, um in ein Bürogebäude von Delestrian Industries einzubrechen. Aha. Okay, Dodger ist da und sogar billig zu haben. Eine Legende in Schatten, sowohl in der Matrix als auch außerhalb. Ja, wahrscheinlich. Ich nehme ihn mal, weil er mir empfohlen wurde. Ansonsten. Ist eine gute Frage. Wen nehme ich ansonsten? Die sind noch mal teurer geworden, habe ich das Gefühl. Vielleicht sie hier? Eine Samurai? Ich finde es halt schon 2500, ist schon extrem teuer, weil ich ja Geld bei ihm gespart habe, aber das ist halt tatsächlich Nephilim billiger. Sie ist eine Adeptin. Ja, oder ihn hier, Cyberkrieg. Ach nee, ich weiß nicht. Einen Magier. Ich glaube, Magier wäre vielleicht ganz gut. Vielleicht nehme ich den hier, den David Copperfield hier. Ich weiß nicht, ob... Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen bizarr, weil eigentlich Nephilim-Netzwerk wurde doch eigentlich quasi so erklärt als das große Elite-Netzwerk irgendwie. Und jetzt sind die Leute billiger als die Leute, die ich sonst bekomme. Was haben die denn hier, warte mal, welchen habe ich denn hier gerade? Wer wird denn hier gerade beschrieben? Das war der Winterhawk. Was hat denn der für Fähigkeiten? 3, 2, 2, 5, okay, und das Initiat. 3, 2, 2, 5, 4. Vergleiche das mal mit irgendeinem Magier hier. Das hat auch kein so großer Unterschied. Magie 6. Ja, die sind schon ein bisschen besser. Auch Magie 6. Ich weiß nicht, ich sehe nicht wirklich, dass das so der große Unterschied ist, dass der Preis... Also vielleicht achte ich gerade auf die falschen Sachen, aber ich habe das Gefühl, der Preis ist nicht wirklich gerechtfertigt. So, weil sonst nehme ich tatsächlich einfach mal... Ich habe noch kaum mit Schamanen gekämpft. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt noch machen will. Wäre natürlich schon praktisch, mit solchen Elementaren irgendwie noch kämpfen zu können. Ach, was soll's, ich nehme den jetzt einfach mal. Ich bin ein bisschen geizig. Mache ich das einfach. Wird schon schief gehen.